So, hallo Freunde, ich bin's, Micha, heute aktiv, gerade aus der Sonne in den Schatten getreten, machen heute unsere letzte Wanderung im Elters. Genau, genau in den Vogesen, ein Jahr später. Diese Wanderung beziehen wir aus einem Büchlein, Wanderwege im Elsass, 25 Rundwanderungen in den Südvogesen. Da ist die Markierung mit dem Rot-Weiß-Rot. Da, Rot-Weiß-Rot. Diese Markierung folgen wir. Ja gut, die Wanderung machen wir jetzt mal. Wird interessant werden und warm vermutlich, weil heute soll es wieder richtig schön mollig werden. Aber gut, dann müssen wir durch. Vielleicht sind die Berge hier auch ein bisschen kühler. Okay, es wird uns Spaß machen und euch hoffentlich auch. Und wenn ja, einfach mitkommen. Die Richtung geht's. Auf wie. So, ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, diese Wanderung beginnt im Örtchen, ein kleiner Weinort, Reckwivir. Und wie alle Weinorte hier an der Weinstraße im Elsass, gut besucht. Also die Orte, wie man hier sieht auf unserem Wanderweg, nichts los. Und es geht erstmal stramm bergauf. Was heißt stramm? Es geht bergauf. Der Höhenunterschied gesamt, glaube ich, liegt irgendwo so bei 600 Metern. Und bin schon ganz schön geschwitzt. Ich meine, das ist auch eine Temperatur, die eigentlich nicht zum Wandern gedacht ist. Aber da unser letzter, vorletzter Tag hier ist, oh ja, wir stehen das durch, schwitzen halt mal ein bisschen. Und macht ja Spaß, macht Kopf frei. In die Richtung geht's weiter. Auf geht's. Ja, trotzdem, wir wachsen einen Sack voll Pilze. Knollenblätterpilz. Ganz viele. Soll man besser nicht verzehren. Wir treffen auf eine Straße und folgen weiter diesem Zeichen. Den Weg wieder verlassen und wir im Wald gelandet. Erstmal da hoch. Ja. Wir genau. Erstmal dem Kollegen folgen. Dann kommen wir hier wieder runter. Hier in diese Richtung. St. Alexis und zum Heiderberg. Gibt es ein paar Reste von dieser Burg Beilstein. Bielstein. Nicht mehr so viel von übrig. Da geht es aber ein bisschen aufwärts. Ist gerade am Fressen hier. Heuschrecke. Mhm. Ja. Man kann ja. Kann man doch bestimmt bis zur 4 gehen. Ja. Das und ja. Dazu. Ja, natürlich. Musst du nicht da hochrennen? Nee, will ich nicht. Ich will das jetzt mal hochrennen. Nur hochrennen. Ja. So, die erste Anhöhe unseres heutigen Wanderwegs, das
ehemalige Chateau Bilstein haben wir erklommen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, nachher ging es eigentlich. Wir überlegen allerdings, ob wir den Königsstuhl noch mitnehmen. Wahrscheinlich eher nicht. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Wir sind ja hier im Urlaub. Und da sind wir jetzt. Gleich geht es wieder abwärts. Mal eine kurze Pause, ein bisschen was trinken. Ich meine, der Ausblick ist ja nicht schlecht. Der Wanderer sollte nicht versäumen, in Ruhe durch Reichenweiher zu schlendern. Was ist das? Das Renaissance-Städtchen, 16. Jahrhundert, ist eines der schönsten Orte des Elsass und die Altstadt nahezu vollständig erhalten. Ich denke mal, dass man da ganz automatisch hinkommt. Wir gucken, ob wir was finden, ne? Da reichen wir ja, das ist bestimmt Requivier, oder wie das heißt hier, wo wir jetzt sind hier. Requivier, das heißt bestimmt reichen wir ja auf Deutsch. So, in unserem Wanderführer steht, dass seit 1995, glaube ich, hier ein Schild steht und der Turm nicht mehr zu betreten ist wegen Einsturzgefahr oder weshalb auch immer. Scheinbar hat man es bis heute dann geschafft, das zu reparieren. Die Treppe ist schon mal neu befestigt und man kann wieder hoch. Das Schild ist weg. Ich war eben oben, Aussicht tadellos. Also, wer das sieht und wer den alten Wanderführer hat, okay, er wird es wahrscheinlich selbst feststellen, aber hiermit habe ich es mal gesagt. Wir sind wieder auf dem Abstieg und sollten in naher Zukunft an eine kleine Kapelle kommen. Dort kann man laut Büchlein auch etwas essen, etwas trinken. Sollte das so sein, da heute ja Montag ist und relativ viel geschlossen, dann werden wir es natürlich nutzen. Mal schön kühles Bierchen, schön kühles Wein oder was auch immer. Kuchen oder ein Eis. Halt ein bisschen was genießen. Okay, mal gucken, wann wir ankommen und dann melde ich mich nochmal. Atompilze, toll. Ja, wir haben es erreicht, unser Zwischenziel. Ja, angekommen bei der Kapelle, nehmen wir eine kurze Erfrischung zu uns. Ja, cool, mitten auf dem Teller sitzt sie jetzt. Man könnte ja sonst nichts. Stehen auch auf Süßes. Unglaublich. Freche Meisen. Die sind da hinten. So, das war unser Besuch auf der Auberge. Wie auch immer sie heißt. Wir müssen jetzt leider
wieder ein wenig bergauf kraxeln. Ja, das müssen wir dann machen. Auf geht's. Da lang. Der Unterstand für die Ziegen. It looks like Sweden. Doch reichlich Pilze, zum Beispiel sowas wie dieser hier oder sowas wie der hier oder auch sowas wie dieser hier oder es gibt auch solche, das sind irgendwelche Täublinge, glaube ich. Weiße Punkte hat er leider nicht. Und zu guter Letzt haben wir auch noch ein paar Bovisten. Hier gibt es natürlich noch viel mehr Pilze, aber die kann ich euch leider nicht alle zeigen. Hier haben wir noch einen, ziemlich unscheinbar. Hier nochmal schnell was Grünes. Also Pilze sind genug da. Und wenn ihr zum Schluss weiß, was das alles war, was ich euch gezeigt habe, ja, schreibt es in die Kommentare rein. Ich weiß es nicht alles. In meiner Jugend, beziehungsweise kurz vor meiner Jugend, war ich zwar öfters mit meinem Vater unterwegs, Pilze suchen, aber das ist so lange her. Ich würde mich heute vertun, glaube ich. Gut, weiter geht's. Dazwischendurch steht noch einer, guck mal da. Mitten schön angeleuchtet. Ist das nicht toll? So, wir kommen wieder aus dem kleinen, schmalen Waldweg raus. Da geht's nach Requivier. Ups, schießt. Und jetzt kriegen wir wieder so einen, ja, einen Wirtschaftsweg. Den geht's dann weiter. Weil das hier könnten schon Champignons sein, so wie sie aussehen. Kann aber auch der Knollenblätterpilz sein. Da sind wir nicht die Fachmänner dafür, aber sieht schön aus. Hier geht es dann wieder in Trampelfahrt nur weiter. Brombeeren massig, aber noch nicht reif, richtig. Ein paar schon, aber. Unsere Wanderung nähert sich dem Ende. Ich tippe mal so, auf 10 Minuten sollten wir unten sein. Dann waren wir heute 5 Stunden unterwegs. Haben den Kaiserstuhl ausgelassen. Königstuhl. Meine Frau sagt, Königstuhl heißt das Ding. Königstuhl. Sagt die Gabi. Okay, also Königstuhl haben wir ausgelassen. Ich gehe mal davon aus, dass das mit rauf und runter war auch noch mal eine gute Stunde gekostet hätte. Ja, angeblich gab es da nicht so ganz viel zu sehen. Aussichten eher nicht. Halt ein paar interessante Steinformationen. Gut, braucht man heute nicht. Das Ganze natürlich mit diversen Pausen. Einmal auf diesem Bauernhof bei der Kapelle. Und gut, immer mal so eine ganz kurze Pause unterwegs und einmal oben bei den Ruinen, Chateau Bilstein. Ja, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen runter, da sind wir gleich im Auto, dann war's das. War ganz nett, war schön, entspannt, trotz teilweise ordentlichen Anstiegen mit Schwitzen, aber trotzdem entspannt. Ja, wenn es euch gefallen hat. Uns hat's gefallen, oder? Hä? Was? Uns hat's gefallen. Ja. Gut. Also, uns hat's gefallen. Ich hoffe, euch dann auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich hier seht. Hier ist ziemlich dunkel im Wald.
Okay, jetzt sind wir unten. Jetzt ist hier, glaube ich, ein bisschen heller, damit man mich erkennt. Und dann mache ich es kurz. Wenn es euch gefallen hat, kommt beim nächsten Mal wieder mit, schaltet wieder ein. Und ich melde mich dann irgendwo aus Deutschland oder sonst wo aus Europa. Wir sehen uns wieder, bleibt gelassen, bis zum nächsten Mal. Euer Micha, ciao, ciao, macht's gut. Wir gucken uns jetzt das Dörfchen noch ein bisschen an, soll man machen. Steht überall geschrieben, guckt mal, was zu essen und was zu trinken kriegen. Ciao. Das ist mein Käsekeller hier.